Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, wo wir... Ich weiß nicht, woher die Kapuze auf einmal kommt. Die waren nach einer Mission auf einmal da. Ich habe nur keine Ahnung, wo die herkommt. Hab ich da irgendwas im Menü zu? Ausrichtung... Pajax-Montur. Ach, Kapuze auf ab. Oh. Ah, geht das bei anderen auch? Ich frage für einen Freund. Und das hier? Ah, nice. Okay, dann können wir doch diese Rüstung nehmen. Ah, cool. Moment, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Geht schon gut los am Anfang. Es ist der übliche Morgen, wo ich üblicherweise aufgestanden bin. Und üblicherweise der Kaffee hier. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wo bin ich? Ich bin... Hä? Hier Sperrgebiet? Kann ja gar nicht. Hier waren wir gerade. Hier sollte eigentlich keiner mehr sein. Nee, nee, nur die Olle. Dessen ganze Familie weggerotzt wurde. Ich wollte gerade sagen, hätten wir doch schwer gewundert jetzt. Ja, gut, wenn ich. Beim letzten Mal hätten wir dann rein theoretisch noch diese Nomaden-Quest mitmachen können von den Nomaden-Bazaar. Leider, leider, leider war keine Zeit mehr dafür. Also sonst hätten wir jetzt eventuell noch eine schöne legendäre Waffe gehabt. Rein theoretisch könnten wir jetzt hierhin zurückreisen und dann wieder hier hochzuppeln, aber. Ja, sehe ich noch nicht so richtig. Bin ich ja ehrlich. Rein theoretisch können wir das aber trotzdem machen. Das ist ja, wobei jetzt hat er natürlich eine andere, ne? Pass auf, ich mach das mal. Und dann reiten wir hier den Hauptweg lang, nehmen das Fragezeichen mit und dann das und dann machen wir den Rest hier und dann ist alles gut. Was? Wo kommt das denn hierher? Der letzte Leibwächter, was? Die alten Zeiten, was? Das Wiesel, was? Wieso sind hier so viele Nebenquests auf einmal aufgepoppt? Was ist da los? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich finde es auch immer gut, wenn wir eine Folge mit Ladezeit starten. Da stoße ich vor Freude gegen das Mikro. Ich weiß immer nicht, ob ihr das hört. Gebt mir doch mal Feedback. Hört ihr das, wenn ich sage, ich habe gegen das Mikro gestoßen? Hört ihr das dann auch? Ich frage... Für einen Freund? Aber wenn wir Glück haben, ist die Quest dieselbe geblieben. Hey! Ah, Bayek! Ich brauche deine Hilfe! Was ist los? Beschaffe die Handelswaren. Halten zum Verfolgen. Wir verfolgen zum Halten. Finde die Waren und hole sie zurück. Wo sind die denn? Sind die nicht außerhalb? Von unserem Gebiet? Ja. Wie viel Zeit haben wir dafür? 17 Stunden. Puh. Es ist ganz nah. Wir machen das mal. Ich weiß nur nicht, wo kommen denn diese ganzen Nebenquests auf einmal her? Die sind mir irgendwie neu. War ich schon immer da? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwo da drüben. Das ist aber, ich meine, schon ein anderes Gebiet, ne, wo höher levelige Gegner waren. Ach, das ist der Tempel da, oder was? Der sogar vorzüglich am Leuchten ist. Ich mach mal eben den Absteiger, ne? Ich steig mal ab hier, wa? Dann leihen wir uns mal ein Hütelein aus. Aufsitzen. Auch eine schöne Beschreibung, um auf ein Boot drauf zu gehen. Aufsitzen. Ja, das ist doch dieser Tempel da, oder nicht? Da waren wir doch schon. Und wieso leuchtet es da so auffällig? Muss das so? Sehr, sehr merkwürdig.
Problem ist halt, die Enden hier sind so ein bisschen ausgefranst. Nee, hä? Das ist eben nicht der Tempel. Wo ist denn der Tempel? Ach, der ist da. Ach, der ist da. Da ist auch jemand gestorben. Was für ein Level haben die denn hier? Ich frage nochmal. 16, ja klar. Wir beschaffen die Ware. Ist gar kein Problem. Bei den Level ist das... Hier, der hat sogar einen Totenkopf. Natürlich. Ich hab's doch gesagt. Ich hab es doch gesagt. Ja, ja, klar. Da gehen wir sofort rein. Ich würde sagen... Das ist dann erstmal abgelehnt. Hat sich somit auch erledigt. Das heißt, das hier ist auch alles Level 16er Gebiet. Das heißt, hier brauchen wir gar nicht erst versuchen hinzukommen. Ist alles Quatsch. Nee, falsche Richtung. Da hole ich hin. Und dann, gut, machen wir ein Geburtsrecht. Allerdings, wenn wir gerade auf dem Wasser sind, könnten wir auch mal schnell die Fragezeichen hier abklapfern. Zack. Geht ja schnell. Ist ja alles jetzt hier so ein bisschen auf Nähe, sag ich mal. Mit dem Boot sind wir wahrlich recht schnell. Das muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert mit dem Schnellerfahren. Ich weiß, der legt irgendwie die Segel in Wind, aber es sieht hier jetzt nicht windig aus und es ist... Aua. Da war ein Krokophant im Weg. Das tut mir leid. Habe ich nicht gesehen. Tat's weh? Aber egal, in welche Richtung wir fahren. Gut, der Bayek ist wahrscheinlich ein erfahrener Segler. Nichtsdestotrotz muss der irgendwie selber ein Segel pusten, oder? Vorsicht! Ich muss hier durch. Aus der Bahn. Das ist bestimmt ein versunkener Schatz oder so eine Scheiße. Weil das kein Buch geht. Alter, hier ist aber Verkehr, Junge. Was ist denn hier los? Wir sind quasi da. Jupp. Neuer Ort. Versunkenes Gefangenenschiff. Gefangenenschiff. Oh, schön. Mit Blut. Ist ja toll. Was ist das denn? So, da ist einer. Wie viel gibt es denn hier? Zwei. Da ist einer. Noch mehr. Das ist ja lecker hier. Alles mit Blut, Alter. Krasser Scheiß. So, ich habe keinen Krokophanten gesehen. Ich muss mich immer mal an das gedrückt halten gewöhnen. Und dann... Kann ich das nicht markieren. Das ist ja toll. Ich sehe es auch nicht mehr. Das wird toller. Warte mal, ich markiere es mir mal. 75. Und 66. Das ist ja großartig. Genau unter mir. 39. Oh, ich kann sogar unter Wasser kämpfen. Das ist ja nice. Okay. Und ein anderes Ding? Ich tauche dafür auf. Vorsichtshalber. Ist nämlich ziemlich tief hier und wir haben ja nicht ewig Luft, ne? So. Auch auf 4 einfach schneller schwimmen. So. Warte. Warte, warte, warte. Da nicht. Das ist das Hauptmarker. Hier. Nee, daneben. Den bitte. Der ist auch direkt unter mir. Hä? Waren die nicht weiter auseinander? Sehr merkwürdig. Was gibt's noch? Nichts. So, ich tümpel mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Hier gibt's noch allerhand anderes Zeugs. Können erstmal alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wie immer. Quasi, was wir so sehen.
Boah, mit Leichen. Das ist ja nett. Kohlenstoffkristall. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Mod beendet. Gibt es ja Haie? Ich glaube nicht. Nee, ach nee, hier ist ja, glaube ich, Süßwasser, ne? Außer Süßwasserhaie natürlich. Oh, ich muss hoch. Ich muss hoch. Sonst ist hier gleich alle Tage Abend. Ja. Ich arbeite doch dran. Mann. Fast abgesoffen. So, ich will da hinten aber nochmal gucken, weil hier fehlt noch irgendwie Rest vom Schiff. Da so. Gucken wir so Masse raus. Ach so, ja, mehr nicht oder was? Und sonst gibt es hier nichts. Ich finde es super, dass hier unten auch was zu holen ist. Ist richtig geil. Ich mag so Unterwasser-Welten ja durchaus, ne? Wenn man so in Spielen unter Wasser gehen kann, wo es dann auch was gibt, wo es dann auch nach was aussieht. Gut, aber hier gibt es jetzt nicht weiter. Drum tauchen wir hinauf. Und hoffen, dass unser Schifflein noch da ist. Könnte das so sein? Ey, lass mich in Ruhe. Nein, ich brauche keine Reisehilfe. Ich bin hier eigenständig unterwegs. Schnauze, hör zu fluchen, Junge. Ich hab mein eigenes Boot. Hopp da jetzt. So. Und dann markieren wir gleich mal das nächste Fragezeichen. Das wäre da ein Schiffelein. Das holen wir uns dann. Das ist dann wieder so ein Sperrgebiet-Dingens. Dann gehen wir nochmal unauffällig dran und dann metzeln wir wieder alles weg. So das Übliche halt, ne? Sehr schön hier. Lass mich. Ach, hier ist schon wieder so ein Krokofant. Da komm doch rauf aufs Hof, wenn du dich traust. Kleines Mistvieh. Oh, der wird. Wird das Ding auch noch bewacht oder was? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sieht so beschädigt aus von hier, aber das ist halt nur, weil keine Texturen danach geladen haben. Welches Level sind wir? 15, glaube ich, ne? Wo ist der Chef? Da oben hängt keiner drauf rum. Wo ist denn der Chef bei euch? Ist kein Chef. Hm? Seid ihr cheflos? Ich sehe hier nur drei Wachen. Und kein Kumpel. Ach, guck mal, hier von hinten kommt der Ruf. Maria Ankerplatz. Ich vermute mal, es wird ein Sperrgebiet sein. Jo. Na gut. Können wir leise schwimmen? Frag für einen Freund. Dieser Ort wird schwer bewacht. Geht, ne? Achso, so was schleichen. Glück haben sie da uns eine nicht. Hey! Hey, was? Dein Name wird ausgerottet, du Narr! Ich sehe nichts. Der gehört mir! Ah! Ah! Was? Hallo? Kann ich den Speer eigentlich auch werfen? Nee, ne? Gleich nicht mehr.
Ich hab das Ziel in Sicht. Muss hier gar nichts in Sicht. Jo, Tigerchen. Aua. Wie kommt der nicht raus? Tigerchen, komm raus. Oh, okay. Alter, ist der aggro. Immer schön mit der Keule in die Fresse. Haben die nichts hinterlassen? Was ist mit dem hier? Doch, der hat Loot hinterlassen. Und warte, den einen Tiger holen wir auch gleich noch raus, keine Sorge. Weil dem seinen Pelz brauchen wir auch noch. Erstmal das andere wegplündern hier. Aua. Autsch. Schnauze. Oh, das war nichts. Ich frage mich dann, in welchen Situationen kann ich denn diesen Rage-Modus aktivieren? Und in welchen Situationen halt diesen Overkill? Ich muss mal eben gucken. Hatten wir nicht irgendwo Steuerung? War das hier? Menü? Steuerung. Weil das kapiere ich irgendwie nicht. Schild. Fotomodus? Ja. R1, R2. Steht das hier irgendwie zusammen? Nee. Wo können wir leichter? Lalala. Steuerung, bla, freies, bla. Nie. Man kann übrigens die Steuerung auch nicht ändern. Aber doch hier, Steuerungsschema Standard und Alternativ. Was heißt denn Alternativ? Parcours, Schießen, Hocken, nach unten klettern. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf alle Fälle mal ein neues Schild bekommen. Qualität 28, das ist auch mal sehr, sehr gut. Was ist das denn? Ein Holzschild gegen ein Bronzeschild. 303. Jo, nehme ich mal. Wir nehmen erstmal alles, was irgendwie unsere Stats nach oben treibt. Und später dann werden wir uns auf so Waffen spezialisieren, würde ich sagen. Höchstleistungsfähigkeit. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Ist das random? Scheint random zu sein. Hier, aufplündern. Doppelschwerter. Herstellung verfügbar. Alles klar, in Sansibar. Doppelschwerter. Jo, Doppelschwerter würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wahrlich. Dann 29. Motivierendes Duett macht 130. Gut. Sehr schnell, kurz Reichweite. Mittelschnell stark. Auch langsam Doppelschwerter. Wir könnten die mal ausprobieren, oder? Ich glaube, das machen wir mal. Einfach nochmal so. So, jetzt haben wir hier nämlich nur wieder 39. Und vorher hatten wir, glaube ich, den hier. Mit 118. Kannst mal sehen, was das für ein Unterschied ist. Zwischen Schwertern und so einer großen Klingenwaffe, ne? Und wir könnten die Armschiene ein wenig aufspillen und unseren Fernkampfschaden. 14, 14 und 20. Brauchen wir noch irgendwas? Leder? Ja, ne? Mit Sicherheit. Dafür brauchen wir hartes Leder und Holz. Hier, für den Brustschutz. Aber ist egal. Leder, normales, weiches Leder kriegen wir ständig überall und hin und her und hast du nicht gesehen. Also, gar kein Problem. Ich weiß halt noch nicht, auf welche Waffen wir uns spezialisieren. Ich würde tatsächlich zu Schwert und Speer tendieren.
bevorzugt der Weise. Einfach, ne, die Schwerter haben die Geschwindigkeit und der Speer hat die Reichweite. Und dann halt nicht so sehr, geht dann zwar nicht so sehr auf Schaden, aber ist, denke ich mal, noch okay. So, jetzt gehen wir hier hin, dann fahren wir hier oben hin. Und dann holen wir uns den, und dann machen wir den. Und dann ist da hinten noch ein Fragezeichen und dann ist nur noch hier oben was. Ich glaube, dann haben wir auch alles, ne? Die Quests haben wir soweit eingesammelt. Jo, mehr ist hier dann nicht mehr. Und dann können wir weiter nach Alexandria. In ganz unverblümter Weise. Ich hoffe mal, ich werde heute nicht so viele Überlängen in der Aufnahme haben, folgentechnisch. Aber ganz ehrlich, wenn wir gerade über den See peitschen und jetzt bei einer halben Stunde wären, jetzt würde ich noch weiter aufnehmen, weil sonst, ja, das kommt, dann haben wir das fertig und dann ist gut. Verstehst du? So, hier ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Wrack. Mit Schätzen. Schätze ich mal. Und man muss ja auch sagen, so eine kleine Bootsfahrt, ja, ganz chillig, ne? Auch wenn man hier so sieht, wie das gelbe Wasser hier am Boot vorbei schwappelt. Da so. Schön ist nicht. Aber, naja, es war halt so. Ach übrigens, ich weiß mittlerweile, mit was die bezahlen. Nicht mit Gold, sondern mit Drachmen. Hab mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Was heißen soll, mehr oder minder durch Zufall entdeckt. Ich bin halt nicht so bewandert, ne? Oh, was ist der denn hier? Was ist denn das? Neuer Ort. Adixios Naftis Schiffswrack. Das ist ja schön. Wo gibt's denn hier was? Da gibt's hier was. Da ist einer. Zwei müssen wir finden. Hier ist noch irgendwo einer. Wo hier? Quasi direkt nebenan. Das war der. Ich würde sagen, der ist am Felsen zerschellt. Halt, ich hab nicht markiert. Ich doof bin. So, zack. Muss jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe am Wochenende leider Zelda gespielt, dass sie. Der hat auch alles, ne? Schwert, Bogen und hast du nicht gesehen. Eine neue Pike. Das ist aber schön. Und eine Keule. Gibt's den hier noch so? Können wir noch mehr rumplündern? Da ist noch was zum Wegplündern. Solange wir Luft haben. Hier ist eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Da ist uns nix. Hier auch nicht. Hier vorne ist noch was. Ist aber Fuchs. Da war noch was. Und jetzt müssen wir hoch. Weil sonst ist hier gleich. Ja, ja. So tief ist das hier zum Glück nicht. Zack. Da ist mein Schiff. Da ist mein Schiff. Und dann haben wir den auch abgeschlossen. Und dann können wir jetzt. Oh, guck mal, da drüben leuchtet schon wieder so ein Ausrufezeichen. Das haben wir letztens schon gesehen. Von weiter Ferne. Da wollten wir jetzt sowieso, glaube ich, vor Anker gehen, wenn ich mich nicht irre. Nee, hier ist noch. Hier ist ja noch eins. Und was denn hier? Das habe ich. Hast du das vorher oben rumgeschippert oder was? Ich weiß gar nicht, sollte ich das machen? Bin mir da nicht so ganz sicher. Wir fahren mal hin und dann gucken wir mal. Das bewegt sich auf jeden Fall. Müssen wir nur aufpassen. Wobei, wenn das aus dem Gebiet kommt, dann müsste das vom Level her rein theoretisch passen. Wir sind Level 12. Also deswegen konnten wir den einen da nicht ausschalten, weil die waren 13. Ich verstehe. Hey, hast du das gehört? 7. Sei wachsam, Bruder. Okay. Ding Schild. Hm?
Wenn wir vorsichtig sind, können wir den da gleich so rauszehren. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Dann sind wir den nämlich schon mal los. Was? Oh, guck dir die beiden mal an. Guck mal, wie sie hier rumschleichen. Hey, was? Ich schlitze dich auf. Na, nee, sehe ich noch nicht. Reiß dir die Eingeweide raus. Wer, du jetzt? Na, na. Wer wird denn gleich? Oh, hier gibt's Pfeile. Sehr gut. Nehme ich gerne. So, der eine ist, glaube ich, abgesmert. Ich glaube, der hat auch nichts dabei. Was sollte ich jetzt hier machen? Gab's hier irgendwas? Nee, ne? War nur den Heuopa hier wegmachen. Jo, war nur den Haiopa hier wegmachen. Na dann, Tschüssikowski. Schnauze. Ist ja alles schön miteinander verbunden. So, haben wir das auch. Oh, jetzt muss ich in diesem Moment. Alter Schwede, Junge. Ich rotze mir auch immer das halbe Gehirn raus. So, Ausrüstung. Ein Speer, eine Keule. Da müssen wir einfach noch am Speer gucken. Da ist die Keule und eine Sichelaxt. Ich glaube, die können wir mal außen vor lassen, oder? Mittelschnell und stark ist zwar ganz nice, aber ich stehe mehr so auf Chanel. Und boah, der Speer ist halt super, ne? Der ist zwar nur Stufe 10, wobei wir sind ja auch Stufe 12, ne? Alles gut. Hier. Pillung Stufe Qualität 31. Das glaube ich. Ah, das ist der gleiche, den wir auch schon haben, nur höherlevelig. Also ein bisschen besser. Dann hier. Zack, auf 88. Und dann hatten wir noch eine Keule, die ich wahrscheinlich aber nicht ausrüsten werde, weil die langsam ist. Langsam und sehr stark, ja, sehr schnell, kurze Reichweite. Ja, da müssen wir von Namen ran. Die Schwerter muss ich mal ausprobieren. Ja, da finden wir noch Besseres. Ich bleib mal so auf der Richtung. Schwert und Dingens. Vorzugsweise sogar Doppelschwert. Ich weiß halt nur nicht, können wir, wenn wir Doppelschwerter haben, können wir dann auch trotzdem blocken? Ah, okay, dann blockt er mit dem Schwert. Okay. Achso, ich sollte vielleicht Marker setzen, ne? So, hier. Aber ich gehe erstmal. Wollen wir jetzt zu dem Fragezeichen oder wie machen wir das? Ich setze einfach mal einen Marker auf die Insel und dann gucken wir mal, wo wir an Land gehen. So einfach ist das, weil da war ja irgendwo ein Ausrufezeichen. Da könnte eventuell eine Quest warten. Muss mein Boot irgendwo vernünftig parken. Ach, hier ist schon mindestens ein Boot geparkt. Und hier ist flach, glaube ich, wa? Hier wohnt sogar einer. Und dann docke ich hier mal unauffällig an, würde ich sagen. Da, der rennt auch so rum. So, einpacken und absitzen. Schatz plündern. Wieso haut der ab? Was ist los mit dem? Muss ich in den Schatz plündern? Da, Schatz plündern. Ein Krokophant. Ist gut, gibt wieder hartes Leder. Ich soll den Schatz suchen, ne? Da ist einer. Das war's auch schon. Mehr gibt's hier nicht. Und das eine Krokophant.
Da ist ein Aussichtspunkt. Den holen wir uns gleich noch. Und was ist das eher für ein Auftrag? Flieht. Von mir? Hier hatte doch einer mit dem Ausrufezeichen auf dem Kopf rum. Wo ist denn der hin? Hier wohnt ein Fischer. Ich guck mal, krieg ich den noch? Wo ist der hin? Schauen wir mal klar. Du? Guten Tag. Was ist denn los mit dem? Hey. Hallo. Was hast du denn? Ich war das nicht. Ja, genau. Entspann dich mal. Moin. Mir fehlt hier noch so ein bisschen, um das Ganze noch ein bisschen rollenspiellastiger zu machen. Nahrungszubereitung selber und dann dadurch halt hochheilen. Ne? Ich meine, wir regenerieren im Moment automatisch. Was ja jetzt auch nicht so verkehrt ist, aber und das halt zu einem vollwertigen, also dadurch macht es halt für mich kein vollwertiges Rollenspiel, weil das einfach noch fehlt, ne? Dass man selber irgendwie Heiltränke oder so eine Scheiße oder halt Nahrung, sich selber Essen kochen kann und das zu sich nehmen muss oder so, ne? Das wäre halt noch ein bisschen sinniger. Was? Ach, guck mal hier. Oh, wo sein? Coco? Und da kommst du nicht raus? Das ist ja doof. Lass mich dir helfen. Bitte gerne. Der hat jetzt tote Pets nicht. Wieso steht da oben jetzt tote Petzen nicht? Ist das dieser Schatz oder was? Ich habe mir den auch wieder nicht markiert, ne? Weil ich wieder doof bin. Da. Da ist noch ein Kroko, da ist noch ein Kroko. Haben wir noch mehr Krokos? Krokodilenderweise. Den einen habe ich gar nicht. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, Alter. Der kam hier mit einmal. Ja, ne? Das war wieder einer. Das ist der andere. Da hinten. Und der her. Oder muss ich zu ihm? Ui. Ach du Scheiße. Hey. Jetzt geht er drüben hin. Ist der doof? Kollege, ich muss dich töten. Das ist meine Aufgabe. Guck, das Ding hat nämlich gut Reichweite, auch im Wasser. So, dann haben wir alle erledigt. Und da drüben hängt einer mit ein paar Pfeilen im Rücken. Aber nur eins, zwei Stück so. Und sein Boot hat auch so eins, zwei Stück abbekommen. Die haben sogar auf die Zettel geschossen. Wollt ihr mich verarschen? Steuerschreiben. Sefeto, Steuereintreiber suchen dich. Nimm deine Sachen und flieh. Du findest ein Boot am Rande der Insel. Sei vorsichtig. Aha. Interagieren. Achso. Das war das. Ach, guck mal hier. Die sind auf Nummer sicher gegangen, würde ich sagen. Die haben erstmal das Boot komplett mit Pfeil zugerotzt und komplett auseinander gehämmert. Und dann haben sie ihm noch 15 Pfeile in den Rücken geschossen und und dann auch gleichzeitig nochmal ein Messer, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Hat Was stimmt denn hier mit den Leuten nicht? Und da unten ist noch eine Kiste. Und Fisch. Guck mal, den Fisch kann ich nicht nehmen. Muss Rinder. Wie ein Schild. Was noch irgendwas? Oh, Junge, habe ich mich gerade erschrocken. Bin hier unter Wasser. Muss ich aufpassen. Wenn mich hier so ein Krokodil erwischt, ich glaube, dann ist der Ofen aus. Habe ich so das Gefühl.
So, der Laden heißt also Punkt Pets nicht. Oder heißt er Aussichtspunkt so? Ne, hier, das Ding heißt so. Ja. Mensch, der ist hinten und über. So, jetzt haben wir nochmal ein Schild bekommen. Ständig dieses Ausrüstungsgekröse hier, ne? Ach, genau denselben, den wir eh schon haben. Der wird jetzt auf 2 gelistet. Das seht ihr jetzt nicht, weil da das E drüber ist. Ach ne, da steht ja 2. Hier, da, 2. Dann müssen wir eigentlich mal Ausrüstung verkaufen bei Gelegenheit. Aus Gründen, damit es unübersichtlich wird. Und dann würde ich gerne von jeder Waffenart so 2, 3, also die legendären und so, die behalten wir sowieso. Alles, was nicht normal ist, wird sowieso behalten. Das ist ja Standardvorgehen bei mir. Halt, halt, nein, nein. Runter, 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 Gunther. So ist fein. So. Synchronisieren. Da schön Öl. So, und dann haben wir den See auch schon fertig. Weltkarte, Sehenswahrnehmung, drei Länder. Und der Eppe. So, damit haben wir, glaube ich, weitestgehend hier alle Fragezeichen durchgewurstet. Und dann begeben wir uns als nächstes zu dem hier. Und dann überlege ich gerade noch, ob wir erstmal das hier oben machen oder erstmal das hier. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Also machen wir dann das und dann das und dann das und dann müssen wir hier lang und machen das und dann haben wir es auch schon. So. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich begebe mich dann mal so Richtung Land und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Was liegt da? Das muss ich haben. Das hole ich mir noch. Aber erst in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Bis zum nicht bitteren Ende. Entschuldigung, es macht der Gewohnheit. Bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.